Einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen guten Morgen Montag. Morgen Montag ist eigentlich auch egal, was ich gesagt habe, aber schön, dass ihr reingeschaltet habt. Mit dabei die wundervolle, einzigartige, extra breite Sabrina. Guten Morgen. Die Folgen kommen früh um 7, deswegen sage ich immer guten Morgen, nicht wundern. Was? Okay. Wir haben ein proper Versteck, direkt um die Ecke, aber nehmen wir hier nicht, ne? Ich flieg mal mit ein. Hast du gerade gesagt, die extra breite? Nein. Alles klar. Würde ich nie sagen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, deswegen ein bisschen Weihnachtsstimmung hier verbreiten im Spiel. Wir landen hier, Sabrina. Ich markiere das mal für dich. Ah, danke. Aber ich bin ja ein bisschen abgelenkt. Oh! Schießerei oder was? Schon getötet. Ah, guck mal, lande du mal auf der anderen Seite vom Dach. Genau vor mir so, dass wir uns gegenseitig angucken können. So aber genau hier in der Mitte. Ja. Wow, Alter, what the fuck? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh weg. Oh, was ein Geräusch, ey. Heilige Scheiße, ey. Was ein Geräusch, ey. Ja, das war, haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Das Prepper-Versteck ist auf jeden Fall hier. Was? Gleich da unten. Irgendwer hat mich gerade angeschrien. Gleich da unten. Was ist denn hier schon wieder passiert, ey? Eine Orgie. Kommt irgendein Tier? Hier ist, ja, und hier kommt das zurecht. Wir haben ja auch verschlossene Tür mit einer 1 drauf. Kommt von da drin, das Geräusch, oder? Den zu noch? Hm, da geht nichts. Da hin, ja, so. Ja. Unsere Heli sind auf dem Dach stehen. Ich glaube, wir müssen auch direkt in das Gebäude. Ich glaube, dass die ist im Haus. Betritt das Haus. Ja, das ist wieder so ein Sabrina-Teil. Ich habe wieder ein Blumsklo. Da liegt ein toter Hund in der Tür. Oh. Also auf dem Dach war nichts. Bliss ab. Ich glaube, bei dir ist was. Ja, komm hier oben rein. What the fuck? Hunde, chillt mal. Was ist denn mit den Hunden hier los, Alter? Irgendwie drehen die Hunde hier völlig im Rad im Gebäude. Kommst du rein? Ciao, Sabrina. Ich will hier reiten. Schau mal drin. Schau mal da links rein. Da ist Hundescheiße. Vorsicht, nicht reintreten. Interagieren. Ach schon, guck mal, das war Hundescheiße. Was ist mit dem Hund los hier, ey? Seid mal eine still hier, Hunde! Ich höre nix! Das ist doch Hundescheiße! Da findest du voll den Loot in der Hundescheiße! Manche,
Ach, so richtig schnau werde ich hier nicht raus. Der Schlüssel einer Chili-Dose gibt hier. Boah, ey, diese Hunde, ey. Schlüssel wiederfinden. Vielleicht sogar draußen, Sabrina? Schau mal da drüben, diese kleine Hütte. Also da, wo jetzt die Hunde waren, da war auf jeden Fall so ein Lärm, ey. Okay, hier. Hier drin gibt es auf jeden Fall wieder Punkte. Okay, ist eine verschlossene Tür. Na, zwei. Es gibt drei Hütten, die verschlossen sind. Hunde, beruhigt euch doch mal endlich. Hab kein Leckerli dabei. Haben Schlüssel gefunden. Oder du? Ne, ich hab nichts gefunden. Okay, ich hab Kacke aufgehoben. So, jetzt sind die Hunde draußen. Was ist denn eine Hundescheiße? So, jetzt laufen sie mal raus. Du musst hier drin, ey. Raus hier. Okay, wir können hier draußen die... Ist die Hunde befreit, ja? Drei kleine Mann. Oh, bist du ein Braven. Deswegen ist es gut, da rauszulaufen. Du kannst einfach wieder rauskommen, die Verstecke sind hier draußen. Ach, die Quelle. Die drehen immer noch völlig am Rad jetzt, obwohl sie frei sind. Hier ist so ein Viech getötet. Ach, hier ist sie auch. Das habe ich gerade aufgemacht hier. Hier ist nichts drin. Okay, hier sind Punkte drin. Ein Haufen Cash. Money, money. Dann gehen wir mal zu drei. Ne? Ja, die Nummer 2 war der Checkpoint. Okay. Hat das auch gesehen. Sehr gut. Dann haben wir hier in der Nähe noch Can of Worms Angelbedarf. Na, komm mal hingehen. Blinder, blinder, blinder. Das ist ein Hund. Achso. Nein, ich habe auf den Ziegel geschossen. Oh je. Hat das im Griff? Hast du mal geangelt in Far Cry? Wir können ja mal wieder eine Jagdfolge machen. Oh ja, in Mildan hab ich das mal gemacht. Naja. Was, naja. Die Tür ist ein bisschen zugemacht. Ah, geht wieder aus. Lass mal Kassel landen. Na, no go, ey. Bist du wegen des Auftrags hier? Ja, kommst du rein, plünderst erstmal die Kasse und nimmst alles mit. Läuft bei dir. Also, die Sache ist die. Vor einer ganzen Weile hatte meine Familie mal eine Destille. Die haben wohl das beste Zeug gemacht, das ich je getrunken habe. Macallan 57. Aber sie gingen bankrott und es ist alles weg. Aber ich habe das Tagebuch meines Urgroßvaters gefunden. Und darin steht, dass der Whisky überall im County unter Wasser reift. Einige Fässer wurden nie gefunden. Die suche ich schon seit Jahren. Ich zahle dir einen Finderlohn, wenn du mir alle bringst. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Fass im See da hinten ist. Da ist eine Markierung östlich von hier. Whisky. Ja, das Tille klingt genau nach uns, ne? Wir halten noch eine Weile durch. Aber früher oder später
Du hast Spaß mit der Angel, ja? Da ist aber nichts drin. Können wir Boote kaufen? Ein Wasserflugzeug. Geil. Kaufen. Kamen. Kamen. Guck mal, was ich gerade gekauft habe hier. Wasserflugzeug. Das Ding hier rechts. Lass damit mal fliegen. Okay, ich hol meine Fahne. Hier vertrauen können. Soll ich mir auch eins kaufen? Nö, komm aber erstmal rein. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist. Was ist denn unsere Mission überhaupt? Dein Rucksack ist auf meiner Schoß. Ich habe keine Ahnung, wo unser Missionsziel gerade ist. Fischgefäße sammeln im See. Im See? Also ich glaube, wir müssen einfach irgendwo durch die Gegenfahrt fliegen. Sogar ein Gießbahn. Holy shit. Oh oh. Mama. Aber ist im Griff. Siehst du irgendwo Whiskyfässer im See? Du musst wirklich mit dem Boot fahren. Wo ist denn dieser Anleger? Ich hab das Boot, wo ich das hingekauft hab. Schau. Was ist da vorne? Rechts weiter. Rechts? Rechts. Geradeaus. Bisschen da. Ja, so. Wie bremse ich das Ding ab? Yes. Was? Ja, ja, alles gut, ey. Abbremsen ist C. Das ist der Steg vor uns? Nee, ne? Da wo ich bin. Hinter dir. Links. Links. Wie bist denn du ausgestiegen? Falsch. Hattest du so Angst, dass ich da nicht landen kann, ja? Ja. Alles perfekt gemacht. Ich glaube aber, wenn du jetzt ein Boot spawnst, steht da genau das Flugzeug, ne? Ja. Kannst du nicht spawnen? Jetzt kann ich spawnen. Oh, nice. Rechts oder links? Rechts oder? Ja, fahren wir mal auf den See. Fünfzehn Fässer müssen wir finden. Bleib mal stehen. Ich tauche mal. Nee, ich sehe gar nichts. Ich dachte vielleicht, dass irgendwie am Boden liegen, aber... nicht viel getaucht. Okay, dann schaue ich nochmal ganz kurz auf die Mission. Da steht, finde die versteckten Whiskyfässer am Grund des Sees und bringe sie zu Sherry. Ja, das ist schon am Grund des Sees. Denke daran, suche nach dem roten Kreuz, das die Stelle markiert und befolge die daneben aufgeschriebene Anweisung. Ah. Wir haben Angeln hier. Ist ein Fisch gefangen.
rote Kreuze müssen irgendwo sein. Ja, vor mal auf diese kleine Insel vielleicht hier vorne. Ja, da ist ein rotes Kreuz. Ja, fahr mal hin. Schwimmt das auch nicht hin. Hier steht Baby Westen. Ah, das rote Kreuz heißt wahrscheinlich, wir müssen weiter Richtung Westen fahren. Was tun wir da unten? Wir sehen was, ein Ballon. Ich habe hier oben einen Punkt gefunden. Ein Boot. Eine Leine. Was hast du denn da unten gefunden, ne? Da ist eine Leine, ein Boot. Ein Baum. Da ist ein roter Ballon im Wasser, unten drinnen. Roter Ballon? Ja, den habe ich zerstört. Also am besten das Fass mal anfahren. Meinst du, bei jedem Kreuz ist ein Fass? Ja. 15 Kreuz, also da steht ja noch. Wow. Pass auf, ich bade hier. Da stand ja ein rotes W auf dem Felsen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Halt, lass mich... lass mich mit. Wir müssen wahrscheinlich Richtung Westen. Bist du gerade auf? Ja. Ich stehe vor dir. Schau mal auf die Insel. Ist hier was am Felsen? Ja. Ist wieder was? Gar nicht. Nee, doch nicht. Da sind da fast. Vorne ist es 30 Meter. Ich bin wieder unter Trocken. Die haben hier echt die ganzen Blissfässer ins Wasser geschmissen, ey. Dieser rote Ballon ist echt freaky, ne? So, ich hol die mal ab. Das ist eine Boje. Ich habe ein Fass gefunden. Ja, diese rote Boje ist definitiv das Fass. Also müssen wir jetzt auf Kreuze schauen. Ups. War an dem Kreuz nicht noch irgendein Kennzeichen, in welche Richtung wir fahren müssen? Ich glaube, ich habe gar nichts gesehen. Wie bitte? Ich habe eins gesehen, glaube ich, irgendwo hier. Nee. Oder auch nicht. Nein, doch. Aber nochmal weg. So. Was? Da wird mir schwindelig, wenn du so schnell drehst. Sorry. Also bei dem waren wir gerade. Ja, ob da was steht. Nö, schauen wir mal auf die Insel. Ah ja, hier, wieder W. Kleine Insel wahrscheinlich. Gib euch Gas. Da vorne ist ein Safe bei uns. Null.
Okay. Probier wieder Luft. Räder gefangen. Sehr gut. Ich habe ihn fast gefangen. Sehr gut. 15 Fässer ist aber eine ganz schnelle Mission hier, ne? Ach, warte schon. Hast du mal geschaut, was da für ein Buchstabe ist? Ja, bin ich gerade weg. Ich muss gerade fischen. Norden. Ja, viel Spaß mit der Angel, ey. Ist auf jeden Fall lang, die Angel. Ist hier ein Pass? Nö. Ups. Falsch gedrückt. Hallo? Von der Brennerwald. Kein Kreuz, ne? Komm auf die andere Seite. Ah, hier. Steht da außen? Tauchst du, ja? Ja. Schau ich mal auf die einzelnen Buchstaben. Bin unter Wasser, ihr scheiß Bienen. Das kann gar nicht sein. Ich muss gerade so ein Nest zerschießen, bevor ich, dass ich den Buchstaben sehen kann. Sehr gut. Und es geht Richtung Süden. Voll Schnitzeljagd hier, oder? 50 ist auch krass. Was ist das denn? Oh, ups. Ja, okay. Weiter. Ich wusste nicht, dass ich meine eigene Granate benutze. Das ist schon ausgerüstetes Wurfgeschoss einsetzen. Ich hab gedacht, da kommt irgendwas vom Boot. Aber ich wusste nicht, dass man eine Granate abschmeißt. Oder benutze. Magst du hier schon mal runter? Norden. Kein Ballon, kann ja nix. Oh ja, ich hab die Schnur schon gefunden, aber ich find... fast nicht. Auf der anderen Seite. Hier in diesem Eingang. Kannst du hoch, ich mach schon. War ich drin? Ah ne, da war nichts drin. Ja. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Was für Buchstaben haben wir gehabt? Norden.
Aber von da sind wir gekommen. Also das Kreuz in der Ecke hat man schon. Schauen wir vielleicht mal auf die Insel hier. Oder was auch immer das ist. Da ist ein Kreuz. Gleich. Bist du rausgesprungen? Wo bist du überhaupt? Irgendwie kam eine Welle und die hat mich hinten ins Wasser genommen. Warum bist du denn da hinten? Da kam eine Welle. Ey, warum sagst du... Achso, du hast wahrscheinlich was gesagt und das Boot ist so laut. Du bist halt wirklich weit weg. Ich bin einfach weitergefahren. Eine Stunde. Sonne über Kopf. Danke. Ja, ups. Aber ich würde sagen, in 3, 2, 1, jetzt. Sie sind wir bei der Boje oder auf der anderen Seite? Die Boje ist dann, du findest die Boje und dann das Kabel entlang schwimmen. Okay, dann mach ich es. Von hier aus zum Westen. Ist aber auf dem Schiff, ne? Hab's. Ah, hier ging's rein. Wenn wir im Boot sind, müssen wir ein bisschen lauter reden. Okay. Danke. Die kleine Insel hatten wir schon, ne? Ja, da war nichts. Fahr ich einfach. Wie bitte? Bist du der Brücke durch? Können wir probieren, ja. Der ist echt riesig. Der ist riesig, ja. Ich glaube aber, auf der Seite von der Brücke finden wir nichts. Wow, der See ist wirklich riesig. Süden von hier aus. Ah doch, ist der See, du hast recht. Nice. Stand jetzt gerade Süden, ne?
Was bitte? Vielleicht hier vorne bei den zwei Bäumen. Ja, hier links ist der, der Start, ist das Spiel, ne? An dem Zaun. Hier, ja. Auf jeden Fall das Gelände von dem Sektenguru hier links. Warte, ich spring mal runter. Du kannst ja schon mal dann an dieses Ding fahren und gucken. Dann wieder west. Gut, ich bin definitiv zu früh abgesprungen. Hier ist ein riesen Cliff. Komm du mal runter. Geradeaus vom Boot runterspringen. Halt, genau, da vorne. Das ist die Boje direkt vor dir. Ich bin da schon viel zu tief getaucht. Geht es ziemlich tief runter? Ja, deswegen. Meine Luft hat nicht mehr gereicht. Ist das ein Gebäude? Alter, ist das ein Haus? Sehr gut. Oh ja. Meine auch. Aber ich glaube nicht, dass wir uns runterschicken, um uns zu töten. Das ist ein tiefer Tauchgang hier. Meiner trinkt. Oh, ich hab's auch geschafft. Ich auch, ey. Puh. Ich bin am besten. So. Bevor es weitergeht, liebe Zuschauer. War eine krasse Folge, haben wir auch ein bisschen länger gemacht. Ich denke, das ist eine halbe Stunde lang gewesen, die Folge. Und dachte mir, hey, wenn wir so ein bisschen auf Suche gehen, warum denn nicht? Bedanke mich fürs Zugucken, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten lesen wir auch immer wieder gerne Kommentare. Sabrina studiert jeden Tag die Kommentare, weil sie die gerne liest. Und bedanke mich, Sabrina, fürs Tauchen, fürs Nasswerden und Fässer suchen. Und weiter geht's in der nächsten Folge. Wir machen das schon zu Ende, würde ich sagen. Ciao, ciao, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.